Nicht schießen, Byron, leg das Gewehr weg! Na, was ist jetzt, Baker? Hast du es dir überlegt? Nein! Ich gebe euch mein Land niemals freiwillig! Schert euch hier weg! Jetzt reicht's aber, sturer Bursche! Oh, ihr Mörder! Mörder, ihr Halunken! Ihr Feigen! Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Scott Baker. Was suchst du hier in der Gegend? Ich suche Senor Carranza. Was willst du von ihm? Ich will von ihm das Töten lernen. Einen besseren Lehrer gibt's nicht. Aber ich bin nicht billig. Hoffentlich hast du genug Geld. Nicht mehr? Steck ein, Jonas. Ja. Eigentlich zu wenig für mich, aber du scheinst ja ein netter Kerl zu sein. Da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Ja. Mhm. Hast du schon mal mit dem Colt geschossen? Ja, schon, aber ich kann den Knall so schlecht vertragen. Na los. Da. Probier's. Na Jonas, mach schon. Ja, Boss, bin fertig. Na, lass mal sehen. Das Fläschchen da, ja? Eieiei. Oi je, Muchacho, das war nichts. Nein? Da haben wir aber einen Haufen Arbeit. Gib her. Ja. Dein Colt verlangt Respekt. Eine Waffe ist das, verstehst du? Die hat eine Seele wie wir. Eine grausame Seele, aber eine Seele. Zeig mir mal deine Hände. Ein guter Pistolero braucht andere Hände, amigo. Deine Hände sind zu steif, geschmeidig müssen sie sein, wie bei einem Künstler. Senor Scott, Boss Carranza wartet auf Sie mit Schießübungen. Ja. Bueno, Muchacho. Ich bin zufrieden mit dir. Noch ein paar Tage und du bist ein perfekter Pistolero. Oh ja. Glaub mir, Schießen ist eine Kunst, mein Sohn. Da brauchst du Herz, ein gutes Auge und vor allem brauchst du Köpfchen.
Ich werde es mir merken, Senor Carranza. Das würde ich dir auch raten, Muchacho. Ja. Nein, nein, so nicht. Der Pistolengriff muss das Handgelenk streicheln. Bist du soweit? Ja. Das war zu tief. Jetzt warst du zu hoch. Viel zu steif noch im Handgelenk. Ach, sehen Sie mal an. Naja, einigermaßen geht's schon, aber die Musik fehlt noch. Hör zu. Ein bisschen Gefühl für Rhythmus. Rhythmus und Schnelligkeit brauchst du noch, sonst wirst du es niemals lernen. Ich habe 4 Asse. Ich auch, das macht 8 zusammen. Spielt mit gezinkten Karten, dazu bist du viel zu grün. Lass den Alkohol weg, Chico. Lass ihn weg. Ein Pistolero, der trinkt, ist ein toter Mann, hörst du? Vergiss das nie. Aber wenn ich Durst habe, Senor Carranza? Für durstige Pistoleros gibt's nur eins. Und das ist Milch. Ist der Senior schon so weit, Jonas? Der Senior zieht sich um, Boss. Wird gleich fertig sein. Mach's gut. Ich danke für alles, Senor Carranza. Aber jetzt muss ich weiter. Adios. Muchacho, wie sehr habe ich dich nie danach gefragt, wen du töten willst? Ich will die Banditen töten, die meine Eltern ermordet haben. Aha. Viel Glück. Adios. Senor Scott! Senor, Boss Carranza schenkt Ihnen seine Pistole. Danke. Immer noch nicht begriffen, Jimmy. Ich hab dir verboten, sie anzusehen. Du brutaler Kerl, du, ich kann dich nicht mehr ausstehen, ich kann dich nicht mehr sehen. Lon trifft nie den richtigen Ton. Aus dem wird einfach kein Weltmann. Du bist auch nicht besser als unser Bruder. Deine seidenen Hemden machen's auch nicht und die dicken Zigarren. Bella, bring das zu Jimmy rüber. Ich will, dass er verschwindet und zwar mit der nächsten Postkutsche. Hast mich verstanden? Natürlich, Jason.
Na no. Müssen schon entschuldigen, hab ein bisschen Staub mitgebracht. Bisschen Staub mitgebracht ist gut. Die halbe Wüste schütten Sie mir hier auf die Theke. Aber Onkelchen. Jason Clark. Du hast mir mein Land weggenommen. Du hast mein Leben zerstört. Aber ich nehme dich mit ins Grab, du Bandit. Mach, dass du da wegkommst. Gib mir dein Gewehr, komm. Die haben dich mit Blei vollgepumpt, bevor du den ersten Schuss loslässt. Ich sag dir, du sollst aus dem Weg gehen. Ich lass mich von keinem aufhalten. Gib mir das Gewehr. Das ist besser für dich, glaub mir. Sei vernünftig. Verschwinde und zwar schnell. Wenn der auf mich geschossen hätte, hätte ich ihm eins übergebraten. Immerhin, ich bedanke mich bei dir. Ich komme nachher kassieren. Dago! Dieser Bursche gefällt mir. Sag mal, wenn du Arbeit suchst, ich hätte was für dich. Ich bin teuer, da müssen Sie tief in die Tasche greifen. Na, was kostet denn der Bubi? Mehr als ein faules Ei in der Hosentasche doch bestimmt nicht. Hey, Wirtschaft! Whisky oder Bier? Ein Gläschen Milch. Was höre ich da? Ich sagte ein Gläschen Milch von glücklichen Kühen. Hey, Linus, pass bloß auf, dass der Bubi nachher auch sein Bäuerchen macht. Danke. Ich werde dich gleich auf die Weide schicken, du. Da kommst du aber mit, da lege ich dich nämlich um. Das glaube ich kaum. Kinder, mach keinen Unsinn. Ich setze 100 Dollar auf Dago. Wer geht mit? Du. Kameraden, 100 auf Bubi. Mann, hat's den erwischt. Ja, er ist ohnmächtig. Milch macht müde Männer munter. Junge, Junge, sieht der aus. So ist er noch nie bedient worden. Es ist ein Jahr her. Da, das Erdhörnchen sitzt an der gleichen Stelle wie damals, weißt du das noch? Mhm. Bei uns ist alles so geblieben, wie es war. Nichts hat sich geändert, Scott. Aber du hast dich geändert.
Nicht die Pistole und deine Sachen, das meine ich nicht. Aber in deinem Blick ist so etwas anderes. Ich habe Angst um uns beide, Scott. Auf dieses Wiedersehen habe ich ein ganzes Jahr gewartet. Aber jetzt habe ich Angst, weil ich nicht weiß, warum du zurückgekommen bist. Ich werde es dir sagen, Betty. Um zu töten. Ich flehe dich an. Das darfst du nicht, Scott. Die Clarks sind wie die wilden Tiere. Die bringen dich um. Ich kenne sie doch. Aber Betty, die Clarks kennen mich doch gar nicht. Und wenn ich ihnen sage, wer ich bin, dann ist es schon zu spät. Für sie. Oder für dich. Die Clarks sind stärker als du, Scott. Du musst mit meinem Bruder sprechen. Du weißt, dass er Sheriff geworden ist. Er braucht nur noch ein paar Beweise gegen die Clarks. Das ist doch dummes Gerede. Sheriff ist er also geworden. Du darfst dich nicht zwischen die Mörder und das Gesetz stellen, Scott. Nein, Betty, in Stoneville gibt es kein Gesetz. Da muss ich das Gesetz selber machen. Nein, das ist anders geworden als früher. Mein Bruder ist dein Freund, das weißt du doch. Er wird dir helfen, aber du musst unbedingt mit ihm sprechen. Nein, Betty, er kann mir nicht helfen. Du musst mit ihm sprechen, Scott. Ich bitte dich von Herzen. Tu es doch bitte für mich. Ich flehe dich an. Na schön. Ich glaube, es war ein Glück, dass du nicht dabei warst heute vor einem Jahr. Du hättest allein auch nichts machen können gegen diese Mörder. Tja. Aber jetzt kann ich dir helfen. Zu zweit werden wir es schaffen. Danke, das ist nicht möglich, Steve. Ich muss das ganz allein machen. Seitdem ich Sheriff bin, sammle ich Beweise. Bald habe ich genug. Und dann bekommst du dein Land von den Clarks zurück. Mm-mm. Davon werden meine Eltern nicht wieder lebendig, Steve. Rächen will ich sie. Ist denn das wirklich so schwer zu begreifen? Ich bin zurückgekommen, um sie zu rächen. Das verbiete ich dir. Und du weißt, dass dein Vater mein bester Freund war. Dann hat dich dieser Stern zu einem anderen Menschen gemacht, Steve. Glaube ich nicht. Sie hat deinem Vater gehört. Er hat oft in der Bibel gelesen. Bedenket alles, was ihr tut. Denn ihr richtet nicht um der Menschen willen, sondern allein um Gottes willen. Und er sieht allen euren Taten zu. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Herr hat gesagt, denn wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert umkommen. Scott! Endlich, Jason. Der Brief ist eben gekommen. Hat der Sheriff gesehen, dass der Brief für uns gekommen ist? Nein, nein. Jim hat ihn mir gleich gegeben, als die Postkutsche ankam. Wir haben es geschafft, Kinder. In den nächsten Tagen kommen die Herren von der Union Pacific. Sie haben geschrieben, die Eisenbahnlinie bringt Wohlstand in den Westen. Eins steht fest, so viel Wohlstand wie uns bringt die Eisenbahn niemanden. Und dann verschwinde ich auf der Stelle aus diesem Drecknest. Was? Ich setze mich ab nach New Orleans. Und wisst ihr, was ich da mache? Da badet er jeden Tag in Champagner, der alte Wayne Clark. Leute, kommt doch mal raus! Sieh doch mal nach, Lon. Na los! Das ist doch vollkommen klar. Die Eisenbahningenieure müssen die Strecke durch das Tal der Sonne legen. Und bezahlen müssen sie das, bis sie bluten. Mhm. Du hast dich wohl verirrt, was? Ist das hier die Ranch der Gebrüder Clark? Ja, wieso? Sie brauchen nicht zu erschrecken, es ist doch schon alles bezahlt. Wieso, was ist bezahlt? Na, was soll bezahlt sein? Das Begräbnis.
für das Begräbnis von... Na, von Lon Clark. Verschwinde bloß, du Halunke, sonst gibt's wirklich ein Begräbnis. Lon Clark, in 3 Tagen musst du sterben. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt, du Vollidiot? Reichen dir die Feinde nicht, die du schon hast? Die wir übrigens alle haben, Bruder Herz. Bisher haben wir immer alles geteilt. Hm? Jetzt hör schon auf mit diesem Quatsch. Wer soll denn schon so viel Courage haben und sich allein gegen die Brüder Clark stellen? Da hast du sicher recht, Lon. Wir sind auch noch da, Boss. Wir sind genauso gut wie die Brüder Clark. Oh. Ich muss mit dir reden. Lass mal hören. Aber privat. Ich bin hier ganz privat. Lass hören, komm. Ich brauche einen Mann wie dich. Oi, ich bin aber teuer. Wie wär's denn mit 200 Dollar? Aber Junge... Ist das etwa zu wenig? 500 ist mein Grundtarif. Bei Leuten, die Keys haben, 1000 Dollar pro Tag. Wenn ich da an den Farmer von eben denke, ist das doch nicht zu viel für einen guten Pistolero. Vier Damen, du kannst aufgeben. 4 Zehner. Und eine Dame. Und da laufen doch Leute rum, die behaupten, im Westen gibt's genug Frauen. Halt, wer ist da? Nimm die Flinte weg, Mendoza. Wir sind's. Está bueno, Patron. Sie sind da. Ich habe ihn mitgebracht. Und wie heißt der Herr? Scott. Scott? Und weiter? Was geht dich das an, du Grünschnabel? Das ist viel zu hell hier drin. Bei der Beleuchtung sind wir Zielscheiben. Und die Wachen stehen viel zu nahe am Haus. Na, ist der Mann gut? Da haben wir wohl einen von der ganz schlauen Truppe. Komm mit. Dein Zimmer, wenn's recht ist. Was bildet der sich denn ein? Kommt ins Haus und gibt Befehle, dieses Großmaul. Weil er sein Handwerk besser versteht als du. Jason hat recht. Ich fühle mich sicherer, seitdem er hier ist. Auf wen konnten wir uns denn sonst verlassen? Vielleicht auf diesen Schwachkopf da hinten? Das geht aber zu weit, Boss. Du hältst dein Maul. Ein Wahnsinn, diesem Kerl gleich 1000 Dollar in den Hals zu werfen. Und mein Leben ist das gar nicht mehr wert? Reg dich nicht so auf. Na ja. Streitet wenigstens leise. Der hört doch jedes Wort da oben, der Kerl. Du machst uns alle verrückt, Lon. Los, hau dich hin. Schlaf in meinem Zimmer.
Da kann Scott besser auf dich aufpassen. So ist das, Sohnemann. Ich werde dich unter meine Fittiche nehmen. Dann wirst du schlafen wie ein satter Säugling. Hey, amigo. So gut wie heute Nacht habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Das kannst du auch verlangen, bei 1000 Dollar pro Tag. Was springt für euch raus bei dem Geschäft mit der Eisenbahn? Woher weißt du denn was davon? Guck mal hin, ich habe große Ohren. Aha. So ein Riesenbatzen, sage ich dir. Allerwenigstens. 300.000 Dollar. Und davon kriegst du ein Drittel, ja? Na sicher. Ein richtiger Schluck aus der Pulle. Na, hoffentlich verschluckst du dich dabei nicht. Zum Beispiel, wenn du tot bist, dann können deine Brüder alles behalten. Das Pferd ist gesattelt, Senor. Ja. Dann mal Tau. Hier. Muchas gracias, Senor. Hey, du! Was ist denn? Abmarsch ist. Jason, er will weg! Queen! Jason! Queen, schnell doch! Scott will verschwinden! Was soll denn der Quatsch? Bleib hier, du hast doch dein Geld! Ja, schon. Aber nur für einen Tag. Er darf doch nicht wegschießen! Halt ihn zurück! Aber nicht mehr für mein Geld. Wenn du den Kerl unbedingt brauchst, dann bezahl ihn auch. Scott! Okay! Bleib hier! Na, Scott, hoffentlich schmeckt's dir bei uns. Für 1000 Dollar pro Tag kriegt man zur Not runter. Senor Jason, wir kriegen Besuch vom Sheriff. Ich verschwinde lieber. Krieg Sodbrennen, wenn ich einen Sheriff sehe. Einen Magenkranken können wir nicht gebrauchen. Der Lümmel scheint was auf dem Kerbholz zu haben. Halt doch das Maul, du Idiot! Was für eine nette Überraschung. Darf es denn Teller Süppchen sein? Ich komme gerade vom Essen. Und was verschafft uns die Ehre, euer Merkwürden? Dago, nimm deine Sachen und komm mit, aber sofort. Was denn, brauchen Sie einen Stellvertreter? So ist das nicht, Mr. Clark. Ich nehme ihn zwar mit in mein Büro, aber da sperre ich ihn ein. Sie sind in meinem Haus, Sheriff. Sie können hier niemanden verhaften, ohne zu sagen, warum. Ich verhafte Dago wegen des Diebstahls von Simpsons Herde. Dago ist erkannt worden, als er in San Antonio die Tiere verkaufen wollte. Also los jetzt! Einen Moment, Sheriff. Das Ganze ist eine dreckige Lüge von Leuten, die uns schaden wollen. Das erzählen Sie am besten Richter Govan in Lubbock. Nicht doch, Sheriff. Ich bezahle eine Kaution. Nichts zu machen, Jason Clark. In Stoneville ist eine Kavalleriepatrouille. Die bringt ihn sicher nach Lubbock. Was sagen Sie da? Was wollen denn Soldaten in Stoneville? Die Comanchen treiben sich in der Gegend rum, überfallen die Siedler. Komm, Dago. Keine Sorge. Ich hol dich schon wieder raus. Aber muss das... Du tust, was ich dir sage. Ich bin nur mal ein friedlicher Mensch und möchte keinen Ärger haben. Diesmal hat es einen von Ihren Leuten erwischt. Ich würde vorsichtiger sein, Mr. Clark. Ist recht, Sheriff. Na los. Komm schon. Sie können unbesorgt sein, Sheriff. Spätestens übermorgen früh werde ich hier einen Schützling bei Richter Govan in Lubbock abliefern. Vielen Dank, Lieutenant. Netter Zufall, dass Sie gerade durch Stoneville gekommen sind. Die Leute von der Union Pacific sind da. Das
Das weiß ich ja, Clayton. Was soll denn wenn die Brüder Clark das Tal an die Eisenbahn verkaufen, dann ist unser Land verloren. Auf Nimmerwiedersehen. Du musst etwas tun, Sheriff. Was denn? Mach mal einen Vorschlag. Steve, du hast für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Bakers haben sie ermordet, die Crazens haben sie erschossen und die Weises haben sie auch umgebracht. Die meisten Farmer sind geflohen, die anderen haben ihr Land verschenkt, aus Angst. Wie soll ich die Burschen erledigen, wenn ihr mir nicht helft, Clayton? Alle, wie ihr da steht, habt ihr vor den Clarks doch nur Angst. Ich brauche Beweise und habe euch gebeten, auszusagen gegen die Clarks. Und was habt ihr gemacht? Verkrochen habt ihr euch, ihr Feiglinge. Nun sei vernünftig, Steve. Wir denken doch nicht daran, dir was vorzuwerfen. Das hätte auch noch gefehlt. Dass hier bei uns Gesetz und Ordnung herrschen, das wollt ihr natürlich alle. Aber das Gesetz und die Ordnung verteidigen, sich persönlich einsetzen für eine Sache, das will natürlich keiner. 25. Was hast du denn jetzt vor, Dago? Ich passe. Ich gebe dem Anwalt Salomons ein paar Dollar. Aha. Die wirken Wunder. Was ist denn, Junge? Bist du nervös? Du musst mal zur Kur fahren. Ja, sollte ich mal. Kannst heute mal in meinem Zimmer schlafen, damit er zu sich kommt. Ich kann nicht mehr, Scott, ich kann nicht mehr. Auf die eigene Beerdigung zu warten, ist doch nicht jedermanns Sache. Vor allem, wenn man nicht weiß, durch wen man stirbt. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, Lon. Das muss scheußlich sein. Ja. Was hilft dir das schönste Gewehr, wenn du deinen Gegner nicht kennst? Ja. Aber stell dir vor, Lon, du hättest ihn vor dir. Stell dir vor, der Kerl würde so vor dir stehen, wie ich vor dir stehe. Du lädst durch, guckst ihn an. Du weißt, dass im Lauf deines Gewehres eine Kugel steckt. Eine Kugel, die ihn tötet. Und dann schreist du ihm deinen Hass ins Gesicht und dann drückst du ab, Lon. Drück ab! Du musst abdrücken, Lon. Aber du musst das Gewehr vorher laden. Hier, nimm und reiß dich zusammen. Und wenn du nur das geringste Geräusch hörst, dann musst du draufhalten, Lon. Draufhalten und abdrücken, ohne eine Sekunde zu überlegen. Wenn du nur einen Augenblick zögerst, dann bist du ein toter Mann. Lass mich nicht allein, Scott. Ich hol dir einen Schluck Kaffee. Du wirst ihn nötig haben. Na, Scott, wie geht's ihm? Er hat sich beruhigt. Das ist doch lächerlich, dieses ganze Theater. Was soll denn das noch? Nerven behalten, Wayne. Noch ein paar Tage, dann sind wir mit unserem Geld über alle Berge. Noch ein paar Tage, dann ist unser kostspieliger General arbeitslos, was? Okay.
Halunke, du. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Jetzt will ich dir sagen, wer dein Todfeind ist, du Mörder. Ich bin es. Ein Jahr lang habe ich darauf gewartet, dich umzulegen, Lon. Ich. Scott Baker. Baker. Er war zu unvorsichtig. Herr, wir übergeben dir die Seele des tapferen Lon Clark, der nach einem Leben voller Mühe und Arbeit am 20. April 1870 erschossen worden ist. Es steht nämlich geschrieben, wer Gutes tut und Gerechtigkeit übt sein Leben lang, dem werden nach seinem Tod alle guten Taten vergolten. Amen. Amen. So ist es. Amen. Also los, Wayne. Die Leute von der Union Pacific erwarten uns in Stoneville. Was für ein Gefühl, wenn erst die 300.000 Scheinchen in unseren Taschen knistern. Hä? Augenblick, Jason. Ich habe noch niemals Geld für eine Sache genommen, die schiefgegangen ist. Hm. Tja, Long wäre da nicht so empfindlich. Für einen guten Zweck hat er immer gern gegeben. Weißt du schon, was du vorhast, Steve? Wirst du ihn verhaften? Außer uns weiß niemand, dass er ihn erschossen hat. Und wie ich Scott kenne, lässt er sich nicht verhaften. Scott ist doch unser Freund, Steve. Wir müssen ihn verstehen. Mach dir doch klar, was es für ihn heißt, dass die Brüder Clark seine Eltern ermordet haben. Ich habe das nicht vergessen, Betty. Aber ich habe ihm auch verboten, auf eigene Faust Gerechtigkeit zu üben. Gerechtigkeit? Und für dich ist es nicht schwer, von Gerechtigkeit zu sprechen. Aber was würdest du sagen, wenn sie unsere Eltern ermordet hätten? Ich mag Scott genauso gern wie du, Betty. Ja, aber dann... Steve, dann hilf ihm doch. Ich bitte dich. Ja, aber wie? Wenn ich Scott verhafte, dann wissen die Clarks, an wem sie sich rächen müssen. Und wenn ich nichts tue, dann wird Scott weiter töten, Betty. Ja, dann soll er doch weiter töten. Willst du nicht auch den Tod dieser Mörder? Was ist der Unterschied zwischen seiner Pistole und dem Galgen? Verstehst du denn das nicht, Steve? Mm-mm. Na, was ist, Scott? Willst du wirklich weg? Ich werde ihn erst mal Feuer geben. Weißt du, du verkaufst dich wirklich gut, Scott. Bleib hier. Ein Teller Bohnensuppe haben wir immer übrig. Was soll's? Wir Brüder Clark sind noch nie kleinlich gewesen. Hört auf damit! Es reicht. Hier! Mach, dass er wegkommt! Lon ist tot! Was soll das Theater noch? Lon? Das kann aber nicht gut sein, Senor. Wir sind herbestellt worden, weil sein Bruder gestorben ist, Wayne Clark. Wer hat euch hergeschickt? Wer hat euch bezahlt? Stolz! Mach das Maul auf oder ich schlag dich tot. Nein, hören Sie auf, ich weiß doch nicht. Der Alcalde von San Juan hat uns hergeschickt, ich weiß es nicht. Ich hören Sie auf, ich schlag die Pistole weg. Was sollte der Alte schon wissen? Halt du dein Maul, sonst leg ich dich um. Euer Feind ist viel zu schlau. Der verrät sein Geheimnis doch nicht an diesen alten Mexikaner. Was sollte das wohl einbringen, wenn Sie den Mann totschießen? In jedem Fall doch Scherereien mit dem Sheriff. Oder meinen Sie etwa Mexikaner, die kann man vernichten wie Ungeziefer? Hey, Boss! Eddie und Gabe sind verschwunden. Alle ihre Sachen sind weg und die Pferde sind auch weg. Diese feigen Halunken. Wo gehst du denn hin? Ich
habe keine Lust, für einen Teller Bohnensuppe draufzugehen. Warte, Scott. Bleib hier. Na schön. $1000 pro Tag. Wir sind soweit, Wayne. Wir reiten nach Stoneville. Ja. Die Straße nach Stoneville gefällt mir leider gar nicht, muss ich sagen. Was? Als wir hergeritten sind, habe ich ein paar Stellen gesehen, an denen kann dich jeder abknallen, ohne was zu riskieren. Sitz hier nicht rum, Wayne. Die warten auf uns. Ich komme nicht mit, Jason. Du kannst doch nicht allein hierbleiben. Wir reiten alle nach Stoneville. Alle. Es ist genug passiert in den letzten Tagen. Wir können kein Risiko mehr eingehen. Lass mir Scott hier, Jason. Ach ja, ich habe was vergessen. Komm doch einen Moment raus, ich muss noch was mit dir besprechen, ja? Darf ich mal eben? Sie dürfen. Tja, wenn Sie erwarten, dass die Union Pacific das ganze Tal kauft, dann... Mr. Hackett, wird die Eisenbahn durch das ganze Tal geführt oder nicht? Ja, natürlich. Ist doch keine Zahnradbahn. Ja, haben Sie allerdings recht. Wäre ja auch ein bisschen schwierig in den Bergen. Wissen Sie, auf den Bergen haben wir 8 Monate Schnee. Da würden sich die Comanchen einen Spaß draus machen, hinter ihren Zügen herzulaufen. Sie versuchen mich zu erpressen, Mr. Clark. Und in Ihren Kreisen, da nennt man sowas Geschäft, Mr. Hackett. So lasse ich mich nicht behandeln. Betrachten Sie die Verhandlung als gescheitert. Na, wie Sie wollen, Meister. Falls Sie nicht doch einen Preis fordern, der vernünftig ist. Aber ich und unvernünftig, ja, ich bitte Sie. Ach, übrigens, ich wollte Ihnen noch was sagen. Heute früh hat mich doch der Sheriff Benson davor gewarnt, mit Ihnen zu verhandeln. Aber ich bitte Sie, bei uns ist doch alles in bester Ordnung. Kommen Sie, wir reiten auf meine Farm und ich zeige Ihnen alle Papiere und die Grundbuchauszüge. Ist es recht? Es ist wirklich ein Wunder, wie lange ich es in diesem Drecknis schon ausgehalten habe. Und was hier liegt, das macht mir den Abschied noch leichter. Ach ja, Scott. New Orleans. Warst du da schon mal? Das ist die Stadt für mich. Kaviar, sage ich dir, waggonweise. Baden kannst du in Champagner und Frauen ganze Herden. Alles in ein paar Tagen. Was glaubst du denn? Ist Jason schneller hier, wenn er den Fluss entlang reitet oder durch den Diablo Canyon? Durch den Diablo Canyon. Dafür, dass du fremd in der Gegend bist, kennst du dich auffallend gut aus. Stell dir mal vor, Jason ist davon überzeugt, dass du unseren Bruder ermordet hast. Nach diesem Weibergeflänner hat er einen Mann nach San Juan geschickt. Aber der Alcalde hatte keine Ahnung. Die Weiber waren schriftlich bestellt und es lagen gleich $1000 dabei. Der Mann, der mich töten will, lässt sich das was kosten. Nicht Scott? Vielleicht einer, der gut verdient, kann ja sein. So wie ich. Ich will wissen, wie du heißt.
Baker. Scott Baker. Sieh mal an. Lee Baker ist die Farmer aus dem Tal der Sonne. Habe ich recht? Ja, ich bin der Sohn. Hör doch, ich gebe dir euer Land zurück. Ich gebe dir meinen Anteil von der Eisenbahn. Was hast du denn davon, wenn du mich auch umbringst? Ich gebe dir alles, was du willst. Dein Leben will ich, Wayne. Komm raus. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet, Scott. Ich gebe dir mein Wort, ich habe deine Eltern nicht ermordet. Es waren Jason und Blom. Ich habe mit dem Mord überhaupt nichts zu tun, Scott. Glaub mir das. Jason kannst du umlegen, aber mich doch nicht! Herr Mr. Clark, warum denn so eilig? Wayne! Wayne! Mr. Clark, warten Sie doch einen Moment. Wayne, na was ist denn, Junge? Nein, 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 Mr. Clark. Mit solchen Sachen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Da halte ich mich raus. Ich bin noch nicht verrückt und lass mich hier auch noch abknallen wie ein Hund. Bist du dran, Jason Clark. Ich leg sie um. Chet! Luke! Ihr feigen Halunken! Kommt doch zurück! Gib schon, ist jetzt zum Einschlafen. Wells. Ja? Sie haben eine Stunde Zeit, um die Stadt zu verlassen. Was haben Sie denn gegen mich, Sheriff? Gegen Fallspieler habe ich immer was. Nein, Wells. Lassen Sie das Geld liegen. Magst du mich denn noch so wie früher? Ja, sicher. Na, dann nehmen wir doch noch einen, ja? Sheriff. Sie müssen mein Leben retten. Sie müssen den Mörder verhaften. Verhaften Sie ihn doch, sonst bringt er mich um. Genau wie Lon und Wayne. Wayne? Ja, Scott hat ihn ermordet. Dieser dreckige Pistolero, den ich bezahlt habe, damit er mich beschützt. Vielleicht war es ein erlaubtes Duell, dann kann ich ihn nicht verhaften. Nein, er hat ihn von hinten erschossen, diese Halunke. Das beweisen Sie mir erst, Clark. Aber Sie müssen ihn verhaften, sonst legt er mich um. Sheriff, vielleicht steht der Mörder schon vor der Tür und wartet nur noch auf mich. Und Sie warten noch auf Beweise! Ich kann einen Mörder nicht verhaften ohne Beweise. Weiß denn das jemand noch besser als Sie, Jason Clark? Wenn's anders wäre, dann hingen Sie doch schon längst am Galgen. Linus, Whisky. Für dich gibt's kein Whisky mehr, alle.
Was hast du nur getan, Scott? Zwei Menschen hast du ermordet. Und jetzt wirst du weiter töten. Sag deinem Bruder, es ist nun mal meine Sache, Mörder zu töten. Nein, Scott. So darfst du nicht weggehen. Es gibt noch mehr auf der Welt als deine Rache. Das Leben liegt noch vor uns, deines und meines auch. Versteh mich doch, Scott. Du sollst ja gar nicht vergessen, aber verzeihen sollst du. Lass uns doch weggehen von hier. Oh, Scott. Deine toten Eltern würden nicht wollen, dass du dich so rächst. Lass uns weggehen. Scott, ich will dir helfen. Ich liebe dich doch. Ich kann so nicht leben, Betty. So lange nicht, bis nicht der letzte Klag unter der Erde ist. Aber du kannst doch nicht immer nur töten, ein ganzes Leben lang Angst haben und auf der Flucht sein. Nein. Das ist nicht der Scott, den ich liebe. Ein Mörder ist das. Ein Mensch ohne Herz. Du bist genauso schlecht wie die Clarks. Ich will dich nicht mehr sehen, Scott. Sheriff, verhaften Sie mich. Wenn ich hier Gefangener bin, dann sind Sie für mein Leben verantwortlich. Verhaften? Warum denn? Für den Diebstahl von Simpsons Herde. Den hatte ich meinen Leuten befohlen. Also verhaften Sie mich. Dafür habe ich Dago verhaftet. Das reicht. Aber Sheriff, was soll denn aus mir werden, wenn Sie mir nicht helfen? Sie können mich doch nicht einfach vor die Hunde gehen lassen. Wenn ich draufgehe, sind Sie verantwortlich. Es ist Ihre Pflicht, mich zu beschützen. Wenn Sie unterschreiben, dass Sie das Land im Tal der Sonne mit Gewalt an sich gebracht haben, dann werde ich Ihr Leben verteidigen wie mein eigenes. Da sitzt er. Das ist Scott. Ich unterschreibe, was Sie wollen. Geben Sie Ihre Pistole her. Ja, hier. Ihr bleibt stehen oder ich schieße. Ihr selber habt mich zum Sheriff gewählt. Und solange ich Sheriff von Stoneville bin, solange sorge ich in Stoneville allein für Gerechtigkeit. Habt ihr verstanden? Dann mal ab ins Bett. Sonst fangen die Muttis noch an zu weinen. Nun erzähl uns mal, was dich das angeht. Wer bist du eigentlich? Ich werde euch sagen, wer ich bin. Ich bin Scott Baker. Baker? Scott Baker? Seine Eltern sind doch ermordet worden. Dieser Jason Clark, der gehört mir und keinem Menschen sonst. Ich hoffe, dass mich alle verstanden haben. Scott Baker. Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass er der Sohn von den Bakers ist. Geben Sie es doch zu, Sheriff. Jetzt hören Sie doch endlich auf zu quasseln, Jason. Solange Sie bei mir sind, tut Ihnen keiner was. Steve! Steve, ich bin es, Betty. Mach auf, Steve. Ich habe solche Angst um dich gehabt, Steve. Hier, ich habe was für dich. Von Scott? Mhm. Jetzt habe ich endlich den Beweis, Jason Clark, und er bringt Sie an den Galgen, das verspreche ich Ihnen. Was hast du mit ihm vor, Steve? Ich bringe ihn nach Lebbock, zu Richter Gove. Soll nach Lebbock? Sind Sie denn verrückt geworden, Sheriff? Nach Lebbock müssen wir zwei Tage durch die Wüste reiten. Da kann dieser Baker mich doch abknallen, so oft er will. Er wird sich schön überlegen, was er tut, wenn ich dabei bin. Nein, Steve, das ist nicht wahr.
Scott schreckt vor nichts zurück, das weiß ich. Geh nicht, Steve. Ich habe keine Wahl, Betty. Du siehst ja, eben wollten sie ihn schon lynchen. Richter Govan kommt frühestens in 2 Wochen nach Stoneville. Und da draußen sitzt Scott und lässt uns keinen Moment aus den Augen. Ich verstehe das nicht. Wenn er euch nicht aus den Augen lässt, dann könnt ihr hier doch gar nicht raus. Vom Lagerraum ist ein Ausgang, den kennt niemand. Wenn wir gleich losreiten, haben wir ein paar Stunden Vorsprung. Den kann er nicht mehr einholen. Du gehst jetzt am besten schlafen, Bessie, und mach dir bloß nicht so viel Sorgen um mich. Natürlich. Keine Sorgen. Um wen sollte ich mich auch sorgen? Ich kann nur warten. Ich kann nur warten, bis jemand kommt, der mir sagt, um wen von euch beiden ich weinen soll. Um dich oder Scott. Was ist das nur für eine verdrehte Welt, Steve? Wenn 2 Männer wie du und Scott sich miteinander schlagen müssen wegen einem Verbrecher wie Jason Clark. Sag mir das, Steve. Warum ist das so? Ich hab's nicht so gemeint, was ich dir eben gesagt habe. Sei mir nicht böse. Ich hab nicht gewusst, was ich sage, Scott. Ich war so verzweifelt. Du nimmst das so wichtig, Betty. Ja, ich nehme es auch wichtig, Scott. Heute Abend, da habe ich gefühlt, dass ich dich verliere. Dass ich dich nicht mehr halten kann. Warum willst du mich nicht verstehen, Scott? Warum? Sag es doch. Du musst mich verstehen, Betty, hörst du? Den Scott, den du gekannt hast, den gibt es nicht mehr. Aber das ist nicht wahr. Du kannst dich nicht so verändert haben. Oh, Scott, versteh mich doch. Ich flehe dich an. Ich liebe dich doch, Scott. Ich liebe dich so sehr und du sollst mich auch lieben. Wir dürfen doch nicht dein Leben lang hassen. Ich will, dass du mich liebst und dass wir füreinander da sind. Oh, Scott, bitte glaube mir doch. Ich liebe dich. Ich möchte dir helfen. Nimm mich zu dir, Scott. Vergiss deine Rache und denk an unser Leben. Ich liebe dich, Scott. Ich will nicht, dass du uns beide für immer unglücklich machst mit deiner Rache. Ja, Betty, du hast recht. Ich will versuchen zu vergessen. Und wenn du mir dabei hilfst, dann werde ich eines Tages auch verzeihen. Steve! Ah!
Deinen Sheriff war das ein bisschen weiter neben, Steve. Außerdem solltest du wissen, dass Scott Baker nicht auf einen Wehrlosen schießt. Zielscheibe beleuchten, trifft er bestimmt noch besser. Nun schlafen Sie sich erstmal aus, Clark. Morgen müssen wir die Straße erreichen, auf der die Postkutsche nach Lebbock fährt. Ich würde an Ihrer Stelle schön brav hierbleiben. Scott Baker ist ein Frühaufsteher. Mindestens noch einen ganzen Tag bis Lebbock. Ach was, hier muss bald die Postkutsche kommen. Wenn wir das geschafft haben, sind wir vor Baker sicher. Jason Clark, hier ist deine Reise zu Ende. Mach, dass du endlich wegkommst. Ich denke nicht daran, Sheriff. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mit diesem Verbrecher weiter durch die Gegend ziehen. Ich habe das Urteil über ihn schon gesprochen. Gib ihn her. Nimm ihm die Handschellen ab. Ich will, dass er bewaffnet ist. Zum letzten Mal, mach, dass du hier wegkommst. Ich will einen fairen Kampf, Steve. Aber wenn du mich daran hinderst, dann lege ich ihn gleich um. Nimm ihm die Handschellen ab. Patronen in der Satteltasche. Eindruck, dass wir zu früh kommen, meine Herren. Wir haben in Fort Travis den Befehl erhalten, die Postkutsche zu eskortieren. Sind Sie verwundet? Nein, alles gut gegangen, danke. Aber ohne Sie wäre es schwierig geworden, Lieutenant. Leider haben wir schon weniger angenehme Überraschungen auf unserer Reise erlebt. Ich bin der Sheriff von Stoneville und dieser Mann da ist mein Gefangener. Ich muss ihn an Richter Govan übergeben. Ich komme mit Ihnen mit bis Lebbock.
Hier ist das Schuldbekenntnis des Angeklagten, Euer Ehren. Er hat es gestern in meinem Büro unterschrieben. Und das hier sind sämtliche Kaufverträge, die er von den Siedlern im Tal der Sonne erpresst hat. Euer Ehren, erlauben Sie mir Einsicht in diese Verträge zu nehmen? Selbstverständlich, Herr Verteidiger. Bitte. Fahren Sie fort, Sheriff. Am Anfang bekamen die Siedler von den Clarks noch ein paar Dollar für ihren Grund. Aber die haben dann das Vieh weggetrieben, die Brunnen verseucht und die Ernten vernichtet. Aber viele andere haben bei der Verteidigung ihres Besitzes ihr Leben verloren. Drücken Sie sich bitte deutlich aus, Sheriff. Ich meine damit zum Beispiel den Mord an dem Ehepaar Baker. Leider habe ich bis heute für diesen Mord noch keine Beweise bringen können. Dann unterlassen Sie Ihre Mutmaßungen, Sheriff. Es scheint mir in einer halben Stunde sind Sie schon ein freier Mann, glauben Sie mir das. Aber kann ich mich wirklich verlassen auf diesen Dutch? Wenn ich es Ihnen sage, Dutch und seine Männer haben mich noch nie enttäuscht. Ein Wort von mir und Scott Baker war einmal. Da drüben steht er. Er braucht nur noch zwei Dinge. Ein Zeichen von mir und 5.000 Dollar von Ihnen. Einverstanden, 5.000. Los, er kommt. Mein Mandant behauptet, dass er mit dem Tode bedroht worden ist, Sheriff. Als er dieses Dokument unterschrieben hat, entspricht das der Wahrheit. Ja, aber ich habe ihn nicht gezwungen zu... Euer Ehren, aus der Erklärung des Sheriffs geht hervor, dass diese Unterschrift unter Zwang erfolgt ist. Sie hat keinen Wert. Ich schließe mich Ihrer Auffassung an, Herr Verteidiger. Andererseits, Euer Ehren, sind alle diese Kaufverträge gegengezeichnet von Wayne Clark, dem leider verstorbenen Bruder des Angeklagten. Ich weiß also nicht, was man meinem Mandanten vorwirft. Ganz Stoneville weiß, dass der wahre Schuldige an diesem Verbrechen nicht der tote Bruder ist, sondern Jason Clark. Er ist ein Mörder. Diese Dokumente tragen zweifellos die Unterschrift von Wayne Clark. Das Gericht behält sich vor, die besagten Verträge auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen und die Ländereien gegebenenfalls an ihre Eigentümer zurückzugeben. Den Prozess schlage ich nieder, da der Zeuge nicht imstande war, Beweise zu erbringen. Infolgedessen lautet das Urteil auf Freispruch für Jason Clark. Na, wie sieht's denn jetzt aus mit deiner Gerechtigkeit, Steve? Sie Scott Baker? Ihr Freund Jason Clark schickt mich. Er erwartet Sie in einer Stunde vor der Bank, Sir. Ja gut, sag ihm, dass ich komme. Danke. Jetzt sind wir allein, Scott. Jetzt wird es einen erwischen. Dich oder mich. Du Scheuch,
Los, Whisky für alle. Jason Clark zahlt. Na, wie gefällt Ihnen denn diese Musik? Dutch hat noch nie daneben getroffen. Schon gar nicht für diese Summe. Hier sind die 5000 Dollar für Dutch, die ich versprochen habe. Mhm. Und wenn alles klappt, bekommen Sie noch mal so viel. Hm. Habt ihr hier ein Feuerwerk heute Abend? Dutch und seine Bande machen schon wieder irgendeinen Fremden kalt. Spring auf! Danke dir, Steve. Meine Schulter. Mich hat's an der Schulter erwischt. Warte. Raus, du Feigling, ich erwisch dich doch. Es ist schon vorbei. Mit Scott Baker haben Sie keine Sorgen mehr. Die letzte habe ich für dich aufgehoben, Jason. Steve, du hast mehr für uns getan als deine Pflicht. Nein. Nein, Clayton, da müsst ihr euch schon bei jemand anderem bedanken. Nun steh schon. Ich will bei dir bleiben, Scott. Nein, Betty. Was für ein Leben könnte ich dir noch bieten? Jetzt bin ich ein Pistolero. Jetzt kann ich hingehen, wo ich will. Überall gibt es Männer, die beweisen wollen, dass sie besser schießen als ich. Wirst du wiederkommen, Scott? Leb wohl, Betty.
chance, I'll tell you why. My gun is hard, as much as love. You've got no chance, I'll tell you why. My gun is hard, as much as love. In 3 days.